Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen American Truckie Simulator Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich stehe immer noch im Truckstop in der Nähe von Boys und, ja, zwischen Boys und Lampo, besser gesagt. Lass uns mal gemeinsam schauen, was so der beste Auftrag ist. Gut, ja, ich bin eigentlich näher an Boys als an Lampo, aber die beiden sind ja sowieso sehr nah beieinander. Boys wäre der beste Auftrag, der jetzt nicht Spezialauftrag wäre. Ach, da habe ich schon einen Raupenbagger für $15.604. Und in Nemper wäre es ein Raupentraktor mit 55.500 Pfund Gewicht nach Provo in Utah. Und ich würde sagen, von ENJ Gallo nach Dole, 379 Meilen, 6 Stunden 37 Fahrzeit. Ich würde sagen, das ist der Auftrag, den ich nehmen werde. Und ja, $9.530 sind nicht schlecht, damit verdoppel ich fast mein Geld. Ja, schwer gut jetzt nicht sonderlich optimiert dafür, aber dann brauche ich halt ein bisschen länger. So. Die Miles bei Gallon für den Trip und die Trip Distance habe ich zurückgesetzt. Ich habe Trip Distance, allgemein vom Trip habe ich alles zurückgesetzt. Sprich, alles, wo eine 1 vorsteht, ist jetzt nicht mehr. Ups, da wollte ich gar nicht hin. So sind nicht mehr relevant. Getankt habe ich ja bereits schon, dann. Dann wollen wir mal nach Nemper fahren, die 16 Meilen. Sehr schön. Ich habe noch ordentlich am Reinladen das Ganze hier. Man merkt es kaum. Kann mich gerne erinnern, ob es beim letzten Mal auch so gewesen ist. Denn wollen wir mal nach Ute. Ach ja, nach Ute, genau. Ich bin schon wieder ein bisschen weiter voraus. Aber auf die Interstate 84. Ach ja, die KI, die wieder bremst zum Einfädeln. Ich werde wahrscheinlich, weil wir jetzt ordentlich zu kämpfen haben, wenn es nach Utah geht, da werden wir auch den einen oder anderen Pass haben, den ich überqueren muss. Schon wieder ein Update von D-Rail Valley. 2 Updates in einem Tag. Nachrichtet mal. College of Western Idaho haben wir hier und ich müsste mich links einordnen. Es geht eher zum Warhawk Museum. Ach, da waren wir auch letztes Mal. Da war ja was. Deswegen kommen mir die Namen bekannt vor. Jetzt geht er wieder zurück nach Nemper. Kann das jetzt aufgehört zu blinken? Vielleicht auch weiterfährt, geradeaus. Wo hat denn zuvor geblinkt? Verwirrend. Die K
KI manchmal. Sehr schön. Vor. Unless otherwise posted. Ja, ist ja passend, dass dann direkt dahinter dann schön bei 35 ist. Vorne wäre wieder schön der Güterzug rüber. Ach, meine langen Güterzüge, das ist einfach, nice. Aber scheinbar war das richtig, dass die Container hier stehen, denn die stehen hier immer noch. Ich bin da auch beim ersten Mal nachts reingefahren. Da habe ich es wahrscheinlich dann einfach nicht erkennen können, weil es halt dunkel war. Kann man das dann auch leicht übersehen, wenn man ähnlich sieht. Stay left, then turn left. 55.500 Pfund, ne? Das ist halt schon eine Hausnummer für den Truck. Ampelphasen sind teilweise auch echt lange hier. Teilweise echt lang die Ampelphasen. Warum fährt denn aber rot? Je nachdem, welche Ampel zuerst umspringt. Geradeaus weiter oder links? Turn left. Zuerst. Wahrscheinlich rechts. Natürlich müssen wir zunächst rechts. Den mittleren Spuren, geradeaus Spuren weiter. Egal, in anderen Mal fahre ich nur geradeaus. Zur Ladestelle oder halt Abladestelle, je nachdem. Auf die Chicken Dinner Road. Das ist ein schöner Straßenname, die Chicken Dinner Road. Ah. Eine Winery ist es, alles klar. Interessant, dass wir dann ein. Oh, warte, war das noch gleich? Ein Raupentraktor war das. Sehr gut, Raupentraktor ist dann da schon wieder passender. Dann ist mir jetzt halt ein Tank geworden. Das gute Stück soll es werden. Wie gesagt, der Mac Anthem, der wird zu kämpfen haben, aber das wird er schon hinbekommen. Oversized Load. Ja, die hat schon was, die Ladung. Schon was. Wie gesagt, ohne zu kämpfen, 379 Meilen. Wie weit könnte ich denn damit fahren?
751 Meilen, bis ich dann empty bin. Okay. Gar nicht so schön frei ist. Oh. Erstmal durch die engen Straßen durch, glaube ich, biegen auf der mittleren Spur erst noch erstmal hier ab. Stay right. Then turn right. Damit ich ein bisschen mehr Platz habe zum Ausholen. Und ich warte auch auf die grüne Phase, auch wenn ich abbiegen könnte. Ja, weil damit ich auf jeden Fall mehr Platz habe. So, bin ich gut rumgekommen, habe zwar dann wieder Strafe zahlen müssen, weil ich, naja, beide Spuren benutzt habe und eine noch auf rot war. Aber war ich doch eigentlich mehr auf der rechten, glaube ich sogar noch, oder? Stay right, then turn. Naja, 380 Dollar waren es, glaube ich, gewesen. Jetzt ist es aber dreispurig hier und zweispurig geradeaus gehen, dann sollte ich jetzt in diesem Fall keine Strafe zahlen müssen. Geht jetzt auch Richtung Interstate. Eigentlich erst nochmal komplett durch den Emper durch. Bis es dann. Oh Gott. Ich weiß noch, wer die mittlere Spur. Gehen wir durch auch beide Spuren rauf. Bis es dann auf den Interstate drauf geht. Bisschen Platz brauche ich ja zum Ausholen. Ich brauche ein bisschen Platz hier. Stay left and then turn left. Turn left. Jetzt über dieser Straße jetzt nicht mehr ganz so viel Platz, aber einfach ein bisschen mehr ausholen, ein bisschen mehr Platz einräumen, als man braucht. Ne? Lieber zu viel als zu wenig. Fehlt halt auch wieder nicht so viel, ne? Also. Es lohnt sich halt schon, ein bisschen mehr auszuholen. Dann fährt auch nochmal ein Auto oben entlang. Interessant. Mit Union Pacific Emblem. Ich meine zumindest, dass das uns einen Pass auf alle Fälle erwarten wird auf der Strecke. Kann ich sagen, dass ich mich da täusche, aber ich meine, es gibt den einen oder anderen Pass, den ich überqueren muss. So, hinter den Cops hinterher. Aber auf den Meridian Bows. Boys. Ja. Der Fehler in der Aussprache findet, wie gesagt, gerne verbessern. Giveaway müsste ich jetzt mehr machen, aber hier kommt nichts. Und dann kann ich jetzt ja, das Gas wieder darunter treten und versuchen, Geschwindigkeit aufzubauen. Mit einem 55 Tonnen Gewicht hinten drauf.
hochschalten. 370 Meilen noch. Gefühlt noch gar nichts gefahren in den letzten 8 Minuten. Aber ich denke mal, das Gefühl wird sich auch weiterhin aufrechterhalten, weil ich halt einfach, wobei es eine kurze Strecke, ne, darf man auch nicht vergessen. Aber ich habe halt auch schwer zu ziehen. Interstate 84 in Richtung Osten, bevor wir dann Ute erreichen, wo wir dann auch abliefern. Schon schön, man hört ja den Sound der Reifen hier gerade. Da war ja was, ich muss ja hier auch aufpassen, dass die Schilder nicht entladen und so, weil dass sie schnell rechtzeitig laden können. Und wenn ich rausgewunken werde, muss ich die nächste Exit Safe Call nehmen. Platz genommen, bevor er mir wieder nicht gewährt wird. Eieieiei. Schön hier wieder ordentlich am Arbeiten gewesen, die Festplatte. Ich könnte eigentlich mal kurz ein bisschen schneller nutzen, um zu gucken, ob die Benachrichtigung über Discord gerade wichtig ist oder nicht. So. Festplatte ist wieder beruhigt. Ein Excel will ich nicht nehmen. Maximal konnte ich 40, für 70 fahren, 70 Miles per Hour. Dann versuche ich jetzt mal zu erreichen, schon der erste kleine Hügel. Und der Mac Anthem, der Standard Truck hat schon ordentlich zu kämpfen. Schlafen muss ich ja nicht, das werde ich dann wieder in... Wo ging es überhaupt nochmal hin? Provo, genau. Ich werde dann in Provo schlafen. Immer noch ein bisschen merkwürdig, warum die Sachen hier nicht so schnell laden, aber naja, ist ja auch highly modded so ein bisschen, ne? Also was heißt highly, sind nur 33 Mods und so, aber mehr Mods als gar keine Mods, ne? Also mehr Mods als komplett Vanilla, von daher kann man da auch über hinweg sehen, wenn es hier mal Probleme gibt. Sachen nicht schnell genug laden, weil man so schnell fährt und so weiter. Dazu sind da dann natürlich noch 7 Maps oder so mit drin von den Mods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 auf alle Fälle, glaube ich. Das kommt natürlich auch nochmal dazu, also von daher. Von daher alles Gucci. So, ich habe die 70 erreicht. Dann kann ich den Hippomat das gleich aktivieren. Wenn es hier weiter durch schöne Landschaften geht. Die aufs Neue immer wieder schön sind. Ja. Sehr schön, dass das mit der Cruise Control nicht so geklappt hat. Dass ich wieder nachbeschleunigen muss. Warum auch immer. Vielleicht habe ich mich erfordert, kann natürlich auch sein. Ich habe jetzt zumindest ein bisschen Momentum verloren, um hier den Hügel wieder aufzufahren.
Momentum, der muss natürlich wieder aufgebaut werden. 100 Meilen mittlerweile runtergebracht. 100, waren das 100? 397? Ne, da war glaube ich 387, ne? Irgendwie sowas. Sieht ein bisschen aus, als ob es gleich zuziehen würde, aber es geht ja auch gegen Nacht. Oh, ich bin sogar noch heute, wahrscheinlich am Freitag auch da. So, Wahnsinn. Draußen am Regen oder am Hagen oder kommt mir da gerade nur so vor. Ist gerade ein bisschen hoch, weil ein bisschen stürmisch hier. Was ist stürmisch? Normal. Grundsätzlich normales Wetter. Normales Frühlingsgewitterbums. Gewitter? Wetter, meinte ich. Versuche jetzt gleich nochmal mit der Cruise Control wieder Memorial Highway. Das konnte ich zumindest noch eins fahren. Unique Gift, Historic Trading Post, Unique Gifts and Accessories. Ist davon eine Skischanze? Tatsache. Ist ja geil. Ah ne, okay, was ist der Skischanze? So, was der Skischanze darstellt, ich bin gerade verwirrt. Könnte natürlich auch nur Rutsche sein, Rutschen gewesen sein für Kinder, aber okay. Das war zumindest das erste, woran ich jetzt dachte. Dann hier noch schön die Bergwipfel, die leicht eventuell sogar schneebedeckt sind. Und Northland, okay. Richtung Ogden. Stay right, then exit right. Ich denke mal, hoppala, ich denke mal, es geht wieder an. Ach ja, klar. Müsste an Ogden vorbeigehen. Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Umweg. 233 Meilen werden dann zu 311 Meilen. Dementsprechend geht es jetzt nicht mehr hier entlang, sondern Umweg um Pocatello vorbei. Um dann Richtung, ja, an Logan vorbei, an Ogden vorbei, an Salt Lake City vorbei. Oh oh, Salt Lake City und Ogden, da war ja was. Dann trifft es sich ja gut, dass ich hier langsamer fahren muss. Dann passt das ja vielleicht sogar. Erstmal wieder beschleunigen. Komme ich halt jetzt doch erst am Samstag an. In der Früh, aber das ist ja noch komplett im Rahmen, von daher. Von daher habe ich dahingehend ja auch nichts zu befürchten. Den ich jetzt gerade eben überholt habe, den holen wir jetzt wieder, sehr schön. In der Rest Area, es geht weiter bergauf leicht. Aber ich habe zumindest das Gefühl, die 1000 Kilometer mit dem Truck, die werde ich heute auch erreichen. Bei dieser Tour, bei dieser Fahrt. 850 Meilen bisher. Zu der Rest Area müsste ich jetzt nicht. Oh. Wenn er meint. Das sah gerade ein bisschen Dom-mäßig aus, aber gut. Das sind nur normale Gebäude. Kann ich schon mal an, das Licht anmachen, die Sonne geht ja schon bereits runter. Wahnsinn, diese Wand hier, diese Felswand.
mittlerweile auf der Interstate 86. Jetzt haben wir den gegenüberliegenden Rest Area. Der Mac, der kämpft sich weiterhin wieder zu den 70 Miles Power hin. Recht diesig wird zumindest, habe ich so das Gefühl. Zumindest in der Ferne. Oh, da bin ich jetzt sogar schon bei Pocatello. Da ging ja fix. Zumindest haben wir den ersten Exit von Pocatello. Was steht denn hier drauf? Leaving Fort Hall Indian Reservation. Okay. Die Sonne ist untergegangen. Jetzt hat man nicht mal die Wärme, sondern wieder die Kühle der Nacht. Was die Farbpalette betrifft. The Cruise Control auf 67 Miles Power. Und jetzt geht es Richtung Salt Lake auf die Interstate 15. Wir verlassen die Interstate 86. Ein gebliebener Bus. Das jetzt reinzublicken war ein bisschen unnötig, weil ich jetzt eh wieder hier die Spur wechsle, aber okay. Ist im Nachladen, man merkt es. Ich weiche sich jetzt aber auf die linke Spur aus. Da ich zum einen, weil ich wahrscheinlich schneller sein werde als der LKW, und zum anderen, wenn das weiter so ruckelt, dann, falls da nochmal ein fieser Ruckler kommt, dann, oder der abbiegen möchte, dann, so wie jetzt in diesem Fall. Bremst ja sowieso wieder ab. Das war der Hauptgrund, weswegen ich jetzt auf die linke Spur bin. So wie das jetzt hier wieder bei. Das war eigentlich doch eben Schild. So wie das jetzt hier schon wieder am Nachladen ist bei Pocatello. Da freue ich mich ja schon wieder richtig auf Oakland und auf Salt Lake City. Und dann in der Nähe eine Waage. Sehr schön. Das Trucks over 26.000 Pfund und Livestock has met haulers over 10.000 must stop. Dann muss ich wohl halten, egal ob ich will oder nicht. Egal ob ich muss oder nicht. Weil ich bin über 26.000 Pfund, ich bin nämlich bei 15.500 Pfund allein, was die Ladung betrifft. Also, ich fahre ja auch die Schilder aus und ich richte mich auch nach den Schildern, deswegen fahre ich jetzt hier raus. Wahrscheinlich muss ich noch aus Schildchen warten. Ich weiß wahrscheinlich vielleicht auch nicht, weil es einfach nicht nachlädt, weil ich eigentlich gar nicht rauf muss. Ich tue mal so, als ob ich jetzt über die Waage einfach rüberfahre. Rüber sein, dann geht es jetzt weiter. Selbst die KI fällt schneller als die 15 Miles Power.
Aber wenn ich dann schneller fahre als die 15 Miles per Hour hier, dann kriege ich einen reingedrückt. Und dann darf ich jetzt wieder nachbeschleunigen auf 70 Miles per Hour. Ich wollte mal das Licht wieder ausmachen, dann sehe ich die Sterne auch wieder mehr. Boah, das mit den Sternen hier ist halt echt schön. Lava Hot Spring oder was war da jetzt auf dem Schild? Ich habe nur Lava gelesen. Das habe ich mir jetzt einfach erdacht. Ich bin ja gespannt, ob es irgendwann auch wirklich durch den National, durch den Yellowstone Nationalpark geht. Also was heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch Vanilla-mäßig da durchgehen wird. Das ist halt irgendwann wahrscheinlich per Mods und so. Das auf jeden Fall, aber ich denke mal auch komplett Vanilla-mäßig wird es irgendwann durch den Yellowstone Nationalpark ein Highway führen. Eine Straßenbaustelle. Warte, so noch 180 Meilen bis Provo. Nach Dole geht's. Die Frage, ob es Dole ausgesprochen wird oder Dolly, aber ich glaube, Dolly wäre, glaube ich, eher die Aussprache, die britische Aussprache. Ich würde jetzt das einfach mal zu behaupten. Ich bin mal so frech. Meilen noch, weil es geht jetzt stark in die Leckzone rein von Ogden und Salt Lake City. Es wird wieder ein Träumchen, da durchzufahren. Im letzten Mal war es ja auch in der Nacht so gewesen. Diesmal wird es auch in der Nacht sein. Schon die Ausläufer oder wo oder was? Crossing border, entering Utah. Jetzt, wo ich in Utah bin, kann ich auch wieder ein bisschen schneller fahren. Ganze 10 Miles Power schneller, um genau zu sein. Oh. Ich dürfte jetzt bei Ogden sein, ne? Dürfte jetzt bei Ogden sein. Dann geht es noch zu Salt Lake City. Ein Shark Free Aquarium gibt es hier. Okay, es ist noch nicht Ogden. Es war einfach nur ein Truckstop. Jetzt haben wir den Abschnitt, wo ich dachte, es ist schön, dass es hier langsamer wird, aber da ich ein bisschen abgebremst werde. Eine Spur endet. Von hinten kommt nichts. Dann geht es mit 30 Miles per Hour wieder auf die Interstate drauf. Der Wahnsinn. Und ja. Dafür könnte das eventuell unter Umständen sogar sein, dass ich auf den letzten 118 Meilen nach Provo jetzt auch, wo ich jetzt nochmal durch Ogden nur. Ja, durch Ogden durchfahre und durch Salt Lake City durchfahre. Dass ich eventuell, wobei wir haben noch ordentlichen Weg bis Ogden, das ist heiß, das wird wahrscheinlich doch trotzdem lecken. Aber stimmt, also sind wir erstmal bei Logan?
gerade immer bei Logan, weil dann eher von Logan. Aber gut, danach kommt er auch. Also von daher würde mich weiter sind, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, dann noch ordentlich mehr Geschwindigkeit drauf haben als mir liegt das so gesehen. Letztes Mal war dann, glaube ich, hier der Fall, wo dann die Waage war, wo ich vorbeigefahren bin. Bei Gegenspur jetzt. Diesmal muss ich aber wirklich raus. Gesamtgewicht von 93.499 Pfund. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Bevor er sich auch vorschummelt. Nehme ich mir auch wieder. Das fährt näher da. Oh. Da auf der linken Seite passiert. Im FedEx-Truck. Ich möchte nicht nach East Cheyenne, ich muss jetzt einfach nur ordentlich Leistung nachdrücken und ich Gas geben. Damit ich weiter Richtung Salt Lake City komme. Dass ich auf der Seite nicht ganz so viel Leuten die Nacht vermiese, weil ich einfach so langsam bin. So, jetzt geht es nochmal 70 Miles per Hour weiter. Ich glaube, bei Salt Lake City waren das nur noch 65 Miles per Hour. As far as I remember. Textur. Warum soll ich mir jetzt einen rechts halten? Also klar, rechts halten und so weiter und so fort, alles easy going, aber ich würde doch bestimmt hier, okay, es wird eine dreispurige Straße, bis zu einer vierspurigen. Alles klar, dann geht's jetzt weiter Richtung Salt Lake City. Ogden war jetzt diesmal sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm durchzufahren. Aber Richtung Salt Lake City hole ich wieder ordentlich Geschwindigkeit auf. Oder baue ich ordentlich Geschwindigkeit auf. Da haben wir schon die Ausläufer. Die Skyline von Salt Lake City. Ich schon schnieke. Kann man nicht anders sagen. Stay left. Überraschenderweise gibt es jetzt bei dieser Durchfahrt keine Probleme. Okay, hätte ich sagen sollen, es geht auf 100%. Vergisst, was ich gesagt habe. Wobei es, ja, ich sage zumindest gerade konstant. Und jetzt geht es weiter Richtung Las Vegas. Zumindest in die Richtung Las Vegas auf der Interstate 15 South. Da ist auch wieder jemand liegen geblieben. Das war kein Bus, sondern PKW.
da war es auch nur noch 50 Meilen bis Dole in Provo. Endspurt quasi. Provo next to exits. Ich nehme wahrscheinlich den zweiten. Es sei denn, es ist die Endladestelle ist auf dem Lande. Weiter mit 17 Miles per Hour. Noch 29 Miles to go. Das Festplatz ist wahrscheinlich ein bisschen mehr am Abgehen als vorher, aber oh, wow, 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 wow. Fahren wir wenn wir da erstmal auf der Seite an Pro vorbei, um dann in den Süden der Stadt. Eieieiei, Exit Right, ja. Aber glaube ich, obwohl nicht, das passt. Ich muss nicht zur Main Street. Aber hier sind trotzdem Ampeln. Peter Pan. Oh, weia, 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 weia. Jetzt muss ja vorhin keiner. Also ich wieder links halten. Orte mich ich mich mal links ein. Stay left, then turn left. Ich fahre im Bus hinterher, alles klar. Aber springt ja auch gleich um. Ich frag mich, wo der Peter Pan Bus hinfährt. Und wo er herkommt. Aber 25 Miles per Hour. Ja, ist ja gut. Get ready to turn left. Ich hin. Also ein bisschen aushalten, ne? Kommt wahrscheinlich. Das ist ein Kopf. Ne, ist nochmal das Auto. Stelle. Ach du. Ach je. Sollte passen. Ich weiß ja noch nicht mal ganz genau, wie viel Platz das hier rechts ist. Nicht so viel. Aber ich bin rum. Solche Drop-Aus dann bei nachts sind natürlich auch wieder angenehm. You have arrived at your destination. Also solche Zufahrten. Etwas enger sind, aber etwas enger ist natürlich angenehm. Das ist schön. Bisschen mehr Herausforderungen und so. Wunderbar, dann lade ich mal ab und kassiere den 19.000 ausgezeichnet Raupentraktor von Nempa nach Provo geliefert. Gefahren, Strecke 452 Meilen.
Dauer 8 Stunden 20 Minuten, Verbrauch der Kraftstoff 85,4 Gallonen. 19.530 Dollar gab es dafür, 1212 Erfahrungspunkte und ein neues Level. Jetzt bin ich Level 9. Ich gehe dann auf hochwertige Fracht, heißt plus 10% höhere Vergütung, Anstieg um 5% für Lieferungen hochwertiger Fracht. Dann gucke ich nochmal kurz, wo es den nächsten Schlafplatz hier in der Nähe gibt. Fahren wir, würde ich sagen, dorthin. Das sind nochmal 13 Meilen. Und dann wird dort der Tag enden. Wir können ja noch mal kurz gemeinsam schauen, welche Tour unter Umständen dann euch im nächsten Video und mich im nächsten Video erwartet. Hier schon. Wenn ja kein Fahrzeug kommt, dann ist es da. Hätte ich fast übersehen. Jetzt noch eben kurz auf die. Springt gleich die links Flieger, die Ampel nochmal gleich um. Ich hoffe mal. Stay left and then turn left. Perfekt. Turn left. Perfektes Timing. Schlafplatz ist sogar rechts gewesen. Ich tank aber trotzdem nochmal auf. Sicher ist sicher. Wir haben ja nicht allzu viel Sprit oder nicht allzu einen großen Tank hier im Mac Anthem. Einmal wieder voll tanken. Für 210 Dollar, 2,34 Dollar pro Gallone. Insgesamt sind es 89,96 Gallonen gewesen. Ich habe mit dieser Fracht durchschnittlich 5,1 eine Gallone verbraucht, pro 100 Meilen sind es, glaube ich, und 482 Meilen insgesamt zurückgelegt. Aufträge. Provo. Das sieht mir nach entweder einem... Das sieht mir nach einem Raupenbagger aus, nach... Carson City für gutes Geld, für 23.916 Dollar. Denn der Liebherr R936, der ist schon deutlich schwerer. Aber in dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten American Truck Simulator 2 Video wieder.